Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es daran, dass wir uns einen Nachtclub bauen wollen. Passend dazu gibt es auch wieder mal die Einrichtung, damit du den natürlich nicht nur leer stehen hast auf der Welt, sondern auch schick eingerichtet zum Party machen. Und damit das natürlich alles klappt, schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Für unseren schicken Nachtclub holen wir uns heute mal ein bisschen roten Beton raus, grauer, schwarzer wie weißen Beton. Denn auch ein bisschen tiefer, schiefer Fliesenmauern. Ein bisschen Glas begleitet uns. Wir holen uns weiße, rote, ja, hellgrüne und violette Glasscheiben einmal raus. Wir beginnen wie immer erstmal mit dem Grundriss. Das heißt, wir nehmen uns unseren Rotbeton einmal raus und setzen uns erstmal so eine Ecke hin. Die Ecke hat jetzt jeweils hier auf jeder Seite drei Blöcke. Dann gehen wir einfach mal zu den Seiten. Dann nehmen wir jetzt einmal unseren grauen Beton und da lassen wir jetzt um die fünf Blöcke einmal Platz. Setzen uns einen Block hin. Jetzt mache ich schon die Vorderseite, das heißt, ich lasse nochmal drei Blöcke Platz, nochmal grauen Beton hin. So, dann wieder fünf Blöcke Platz lassen. Dann kommt wieder einmal unsere rote Ecke hier hin. Dann lassen wir wieder fünf Blöcke Platz, setzen dreimal unseren grauen Beton hin, wieder fünf Blöcke Platz lassen und wieder unsere rote Ecke einmal. So, der Abstand bleibt immer gleich bei 5. Nur Vorder- und Rückseite, da machen wir jetzt nicht wieder 3, sondern hier insgesamt halt fünfmal unseren grauen Beton. Auf der Vorderseite halt der Eingang, daher dann diese Dreierlücke. So, dann wieder 5 Blöcke Platz lassen, wieder einmal unsere rote Ecke hier hin, wieder einmal 5 Blöcke Platz lassen und den Dreier an der Seite. Ne, so wie wir es auf der anderen Seite haben. Und dann sollten hier noch perfekt noch 5 Blöcke übrig sein. So, jetzt kommen wir auf den Innenbereich. Wir nehmen immer noch unseren grauen Beton. Jetzt können wir hier einmal eine Reihe lang ziehen. Auf der Seite, wo wir dann später unseren Eingang haben, braucht es eigentlich nur bis zur Ecke ziehen hier von unserem grauen Beton. Aber sonst die anderen Seiten, da könnt ihr den einmal komplett dahinter lang ziehen. Das machen wir mal ganz schmeide ich hier auf die andere Seite auch nochmal. So, und ziehen das wieder nach vorne. Weiter geht's jetzt, dass wir die äußeren Bereiche, also das, was jetzt alles einmal übersteht, auf insgesamt 11 Blöcke hochziehen. Wir zählen nochmal von unten mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Auf der Vorderseite, wo du, sag ich mal, drei Blöcke, die hier noch Platz gelassen hast, kannst du unten um die vier Blöcke einmal noch so freilassen. Also hier musst du nicht komplett alles zubauen. Also so um die vier Blöcke unten lässt du Platz. Den Rest oben, den kannst du dann einfach hier schön zubauen. Haben wir denn soweit jetzt alle äußeren Bereiche jetzt hier auf 11 Blöcke hochgezogen, nehmen wir unseren schwarzen Beton und können jetzt den Innenbereich auch nochmal hochziehen. Den wollen wir natürlich jetzt nicht auf 11 Blöcke machen, sondern nur auf 10 Blöcke. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einen Block niedriger machen, als wir das hier schon überall haben. Dann werden das hier um die 9 schwarze Betonblöcke und einmal eine graue Betonreihe. Ne? So dass wir hier jetzt, sage ich mal, den Innenbereich auf 10 Blöcke haben. Meinen Innenbereich habe ich jetzt soweit hochgezogen mit meinem schwarzen Beton. Jetzt kommen wir natürlich noch dazu, das Dach oben einmal zuzubauen. Zuerst wollen wir nochmal eine weitere schwarze Betonreihe an den Seiten hier einmal platzieren. So bauen wir das Ganze hier schön auf eine 2er Dicke, ziehen das hier einmal schön lang. Und wenn wir das denn erledigt haben, können wir gleich schon mal unseren weißen Beton nehmen. Und jetzt wollen wir so ein kleines, ja, so eine kleine Abwechslung bringen. Also das heißt, wir machen jetzt erstmal hier einmal eine weiße Betonreihe. Und dahinter kommt dann gleich wieder eine schwarze Betonreihe. Und das machen wir jetzt einfach mal im Wechsel, bis wir uns in der Mitte hier einmal treffen. Die Mitte denn hier oben, na, die kriegen wir nicht so ganz hin. Aber zack, machen wir einfach mal hier so ein kleines Feld. Ja, weiter geht's denn mit dem grauen Beton und roten Beton. Und zwar wollen wir jetzt hier unsere ja, äußeren überstehenden Bereiche natürlich auch nochmal miteinander verbinden. Zuerst wollen wir auch hier wieder das machen, sodass die einmal so ein bisschen übergreifen, dass die so ein bisschen stabil sind. Und wir haben an der Seite jetzt von unserem grauen Beton natürlich eine schöne einer Mitte. So dass wir dann hier einfach mal eine Strebe rüberziehen können zur anderen Seite. Vorder- und Rückseite, gleiches Spiel. Also erst einmal hier oben drauf so eine 2er Dicke machen. Und dann sucht ihr hier mal die Mitte. Jetzt haben wir hier natürlich jetzt nicht nur eine 1er Mitte, sondern sogar eine 3er Mitte, die wir hier machen können. Das werden wir auch einfach mal tun und ziehen das hier dann so einfach mal zur anderen Seite. Wir wollen dann natürlich auch noch unseren roten Beton einmal nehmen. Jetzt können wir erstmal hier oben ein schönes Viereck uns einmal zaubern. Und dann können wir immer, sag ich mal, hier dran so eine Ecke uns einmal platzieren. Und diese Ecke wollen wir uns so lange zuzeichnen, bis wir dann in der Mitte oben einmal ankommen. Und dann verbinden wir das hier einfach mal miteinander. So, wunderbar. Und das Spiel machen wir natürlich hier auch auf jeder Seite. Also hier erstmal ein schönes Viereck machen. Und dann gehen wir hier einfach nach oben. Zack, Ecke ran, nächste Ecke ran, bis wir dann oben an der Mitte anstoßen. Man kann das auch gerne andersrum machen, wenn man möchte. So, Ecke für Ecke, bis ich dann, sage ich mal, hier bei meinem schönen Viereck einmal ankomme. So, als nächstes nehmen wir einmal unsere Mauerstücke. Und zwar, wir haben ja, sage ich mal, auf jeder Seite hier immer 5 Blöcke Platz. So, das heißt, wir haben eine schöne einer Mitte. Da setzen wir jetzt einmal denn unsere Mauer rein. Die können wir auch wieder einmal bis nach oben ziehen und lassen sie oben auch wieder einmal überstehen. Und ziehen die dann hier einfach mal rein. So, andere Seite können wir natürlich dann hier auch wieder so einmal runtergehen. Und das mit den Mauern machen wir hier auf jeder Seite, also überall, wo wir hier diese 5er Lücke haben, zack, setzen wir einmal unsere Mauern rein.
Meine letzte Mauer platze ich mir auch nochmal. Und wenn wir das denn so weit geschafft haben, sind wir mit dem äußeren Bereich schon so gut wie fertig. Jetzt kommt noch ein bisschen Deko. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal ein paar weiße Glasscheiben, fliegen mal an unsere Seite hin, da wo wir diese Dreier haben. Wir lassen mal unten drei Blöcke platzen und setzen mir hier jetzt einfach mal so beispielsweise so ein schönes Glas einmal hin. Wie gesagt, lass unten so um die drei Blöcke Platz. Erste Strebe hin, zwei einzelne und dann nochmal hier zwei Streben hin. Zack, und dann haben wir hier unser schönes Cocktailglas. Na, das sieht doch schick aus. So, jetzt wollen wir einmal auf die Vorderseite gehen. Hier wollen wir natürlich auch nochmal ein bisschen Deko machen. Da würde ich mal sagen, setzen wir hier einfach so ein paar Glasscheiben hin. Hier so ein bisschen im Wechsel. Kannst du hier ruhig machen. Vielleicht so verbinden sich die hier auch noch so ein bisschen. Hier oben drauf mache ich auch nochmal eins. So. Naja, das Farbspiel, wie sie sich verbinden, das kannst du dir natürlich aussuchen. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht für so einen Nachtclub, wenn man sich da noch ein paar Glasscheiben so ein bisschen rüber bastelt. Das hat auch was. Eine Sache machen wir noch draußen, und zwar die Tür. Die können wir natürlich nicht so einfach so offen lassen. Die müssen wir natürlich auch noch ein bisschen gestalten. Da habe ich mir noch ein bisschen Kleinzeug rausgeholt. Zuallererst machen wir mal so einen kleinen, innen drin, so drei Mauern jeweils hier an der Seite hin. Denn ich möchte mir gerne natürlich noch eine Tür einbasteln. Du kannst dir natürlich jetzt eine Tür machen, die einfach, ganz stur einfach so offen ist. Oder machst du daraus eine Schiebetür. Wie du dir natürlich Schiebetüren in Minecraft baust, verlinke ich dir einfach mal oben in der Infobox. Denn ich meine halt, wenn du es einmal gesehen hast, wie man sich die in Minecraft basteln kann, dann ist es auch ganz einfach. Aber man muss es sich auch erst einmal angesehen haben. So, jedenfalls werde ich mir hier eine Schiebetür reinbasteln, aber so provisorisch lasse ich mir jetzt hier einfach eine offen. So, darüber möchte ich mir gerne auch so ein kleines Dächlein bauen, so ein kleines Vordach. Wie weit du das nach vorne ziehst, ist dir überlassen. Ich würde mal sagen, so um die zwei Blöcke, das reicht mir schon, wenn das so ein bisschen übersteht. Nehme ich einfach mal rote Wolle, in der Mitte mache ich mir nochmal einmal graue Wolle hin und dann stütze ich das einfach mal ab mit ein paar Eisengittern. So, eins auf der Seite und auf der anderen Seite stabilisieren wir das auch nochmal. Wunderbar, dann passt das schon. Man kann ja, wenn man möchte, auch noch in dem Boden roten Teppich sich auslegen. Ne? Für so einen Nachtclub hat das immer was. Kannst natürlich auch innen drin ja den roten Teppich so reinversetzen. Ja, innen drin wollen wir es natürlich auch noch gleich einrichten. Wie wir das machen, zeige ich dir. Bevor ich mir die aber natürlich raushole, leuchte ich mir das einmal aus. Das brauchst du dir natürlich jetzt hier nicht ausleuchten. Ich habe mir das Ganze hier schon ein bisschen so vormarkiert, wie ich es mir natürlich auch eingerichtet habe. Das wollen wir hier gleich mal so ein bisschen übernehmen. So, dann wollen wir mal schauen, wie wollen wir denn anfangen. Also ich nehme mir natürlich jetzt hier auch wieder die Materialien, die ich jetzt draußen verwendet habe, so ein bisschen auch für den Drinnenbereich. Beim Boden und so, was du da für Blöcke nimmst, da kannst du natürlich gucken, wie du möchtest. Ich nehme mir hier kurz mal die, die ich hier habe. So, wir fangen erstmal an. Wir kommen ja rein, sage ich mal, mit unserem Teppich. Den können wir so, sage ich mal, was habe ich jetzt hier? Drei Blöcke innen drin noch reingesetzt. Ich nehme noch ein bisschen Polyten Balsat. Oder Polyten Balsat heißt der, genau. Den finde ich auch ganz schick innen drin hier. Und zwar setze ich mir unter meinen Mauern einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke einmal hin. So, andere Seite ziehe ich mir den auch nochmal lang. Beim Teppich setze ich mir den noch einmal davor. Ich finde das ganz schick, so das Muster. Jetzt ist die Frage, auf welcher Seite fangen wir an? Ich würde mal erstmal sagen, wir machen die linke Seite. Hier kommt so eine kleine Sitzecke einmal rein. Dafür nehmen wir nochmal unseren grauen Beton und zwar einfach so schräg hier von der Tür. Obwohl, über der Tür könnten wir theoretisch ja auch nochmal grauen Beton uns einmal hinsetzen. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. So, jedenfalls hier schräg von der Tür. Setze ich mir jetzt erstmal hier zwei Blöcke hin, dann gehe ich nochmal schräg, nochmal zwei und dann nochmal zwei, so nach vorne weg. So, dann setze ich mir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke an der Wand einmal ran. Dann kommen hier wieder so zwei zu der Seite, zwei so nach vorne und nochmal zwei und dann sind wir hier wieder bei der Wand. So, den hinteren Bereich hier könnt ihr einmal zuziehen, wenn ihr möchtet. So füllen wir hier einmal aus. Andere Seite auch nochmal. Schick. So. Wir haben, wenn wir hier anfangen, natürlich erstmal diese Zweierfläche. Die könnt ihr gerne erstmal mit schwarzem Beton nach oben ziehen. Macht euch da oben die vier Blöcke rauf. Ihr könnt das auch euch gerne noch höher ziehen. Kommt drauf an, wie hoch ihr eure Decke denn noch später machen wollt. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Blöcke rausgeholt. Zum einen diese tiefer schiefer Stufen. Die setze ich mir jetzt hier vorne einmal hin. Ja, die können wir hier ruhig einmal so raufsetzen. So, an der Seite auch nochmal. Dahinter, wo jetzt, sage ich mal, hier hinter unseren Stufen sind, da könnt ihr gerne nochmal euren schwarzen Beton hinsetzen. Da mache ich jetzt aber jetzt nicht vier Blöcke rauf, sondern drei, die reichen da schon völlig aus. Jetzt könnt ihr ganz einfach ein bisschen buntes Glas nehmen. Ich finde ganz schick lila Glas, weil das doch sehr hervorgehoben wird hier in den dunklen Bereich. Und so setze ich mir jetzt nochmal meine Glasblöcke über meinen Stufen hier einmal hin. So, die kann ich mir hier schön überall einmal langziehen. Dann nehmt ihr am besten die Farbe, die euch gefällt. So, vor meinen Glasblöcken setze ich dann hier nochmal einfach mal meine Stufen hin und auf diesen Stufen setze ich mir dann hier nochmal einfach mal schwarze Betonblöcke einmal rauf. Super. So, damit habt ihr dann auch schon so ein bisschen vorgegeben, wo ihr eure Decke habt. Ihr könnt jetzt, sag ich mal, eure Decke gleich hier von den Stufen einmal aussetzen. Oder ihr sagt euch, nein, ich möchte das auch ein bisschen höher haben. Dann könnt ihr auch über euren
ja, Blöcken denn, die ihr auf den Stufen habt, auch hier eure Decke hinsetzt. Bei diesem schwarzen Beton fällt das denn sowieso nicht so doll auf, wie hoch die Decke ist, weil man das einfach nicht so, erkennt, wenn ihr eure Decke, sag ich mal, hier alles mit schwarz macht. Außer ihr leuchtet euch den Bereich einfach zu doll aus, dann würde man schon sehen. So, jedenfalls habe ich jetzt hier meine eigene Ecke gemacht. Jetzt wollen wir natürlich noch eine Sitzmöglichkeit machen. Ihr könnt euch gerne Treppen hinmachen als Sitze oder ihr nehmt euch einfach ein bisschen trockenen, losen Beton. Was ich mir jetzt hier einfach mal vor meinen Stufen hier jeweils hinsetze. Als Boden empfehle ich euch jetzt einfach mal Quarzblöcke. Hier mache ich hier insgesamt drei Reihen einmal rein. Da gucken wir von den Sitzen einmal aus. So, setzen wir einfach mal hin. Hier an den Seiten setze ich mir nochmal drei weitere meine Basaltblöcke hin. So, wunderbar. Und dann ist hier meine Sitzecke schon fertig. Ihr könnt euch gerne noch Tische hinbauen, wenn ihr wollt. Aber das sehen wir auch gleich, wenn wir rübergehen. Ich nehme hier wieder einen weiteren Block und zwar tiefer, schiefer Treppen hier einmal. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache mir in der Mitte des Raumes so eine Tanzfläche hin. Die hat ein Feld vor, also das Feld ist 5x5. Und an den Seiten setze ich mir einfach mal so ein paar Treppen einmal hin. Ihr könnt euch ruhig auch gerne die Tanzfläche erstmal mit, ja, grünem Betonblock euch einmal ja, darstellen erstmal. Ein Video für so eine Tanzfläche, wie man sich sowas Einfaches bastelt in Minecraft, zeige ich dir natürlich einmal oben in der Infobox, da ist das Ganze verlinkt. Wie du dir so eine Tanzfläche für deinen Nachtclub natürlich bauen kannst. So, sonst hinter meiner Tanzfläche setze ich mir hier einfach nochmal ein bisschen Basalt hin. Ich behalte den Boden einfach mal bei, so wie ich jetzt auch reingekommen bin in den Nachtclub. Ich finde das ganz passend. So. Jo, dann haben wir die eine Seite schon mal fertig. Kommen wir jetzt zur anderen Seite. Hier soll natürlich, sage ich mal so, die Bar sein mit so einem kleinen VIP-Bereich. Ich nehme mir wieder meinen grauen Beton und zwar gleich hier wieder schräg hier von der Tür aus. Setze mir einmal meinen grauen Beton hin. Dann lasse ich mir einfach vier Blöcke hier in die Ecke Platz. Vier Blöcke gehen auch wieder hier raus aus der Ecke. Dann kommt hier wieder mal zweimal mein grauen Beton hin. Und auf der anderen Seite hier lasse ich mir vier Blöcke Platz von unseren einer Seite hier. Und dann setze ich mir wieder hier meinen grauen Beton einmal hin. So, auf den grauen Beton kannst du natürlich wieder deinen schwarzen Beton einmal hochziehen. Wie hoch du ihn dir setzt, ist ganz dir überlassen. Ne, also jedenfalls, das ist dann, sage ich mal, angepasst an die Deckenhöhe. Ja, ich könnte mir ruhig schon meine Decke hier von der anderen Seite auch einmal rüberziehen. Wenn ihr natürlich euch auch noch ein bisschen Technik in die Decke einbauen wollt, habt ihr auch noch ein bisschen Luft hier zwischen. Also ihr könntet theoretisch die Decke auch nochmal einen niedriger machen, dann hättet ihr oben so drei Blöcke Platz noch für Technik, wenn ihr euch da was verbauen wollt. So, auf der anderen Seite klären wir erstmal den Bodenbereich. Jetzt habe ich mir natürlich schon ein bisschen was vormarkiert. Ich würde jetzt einfach mal hier hinten in der Ecke, wenn wir, sagen wir mal, hier hinten in die Ecke gehen, einfach mir mal meine Basaltblöcke hier so an der Seite platzieren. So könnte man theoretisch bis nach vorne machen. Ich habe mir jetzt hier schon so ein bisschen vormarkiert, wo meine Regale und sowas hinkommen. Also davon jetzt nicht irritieren lassen. Den restlichen Bereich hier könnt ihr ruhig mit tiefer, schiefer Fliesen einmal ausfüllen. Man kann natürlich auch seine Basaltblöcke nehmen, wenn man möchte. Das kannst du auch beibehalten. Aber ihr wisst ja, je mehr verschiedene Böden wir nehmen in so einem Bereich, hebt das Ganze doch alles hervor. So. Jedenfalls nehme ich mir jetzt einfach mal violetten Beton, den ich mir jetzt hier ein bisschen in den Boden platziere. Du kannst auch gerne andere Farben nehmen. Und zwar einfach jetzt hier von meiner Wand, hier, so die wir dann vorgesetzt haben, einfach ein Block hier in den Boden rein. Dann um die fünf Blöcke hier in den Boden rein und wieder ein so nach vorne. Auf diesen Blöcken setzt ihr einfach einen weißen Glasblock einmal hin. Ihr könnt auch andere Farben nehmen, weil das hebt sich doch ganz schön hervor hier mit dem dunklen Bereich. Dann würde ich mir einfach nochmal ein bisschen blaue Keramik nehmen. Ihr könnt auch gerne violetten Beton nehmen. Aber ich werde mir hinten so ein kleines Regal machen, wo man Getränke und sowas drauf verstauen kann. Über der Bar habe ich mir noch, sage ich mal, mit weißem Beton einfach was dargestellt. Und zwar, ich würde mal sagen, so, na, ihr könnt entweder zwei Blöcke drüber Luft lassen oder drei Blöcke Luft lassen. Kommt drauf an, wie hoch ihr eure Decke gesetzt habt. Bei mir ist das jetzt hier der Fall mit drei Blöcken darüber. Aber meine Empfehlung wären so zwei Blöcke. Ne? Das würde auch ganz gut passen. Und zwar setze ich mir jetzt hier drüber einfach mal, ja, jetzt könntet ihr nehmen, um eure Angebote hier bei der Bar darzustellen. Dann könnt ihr noch Schilder drauf machen und irgendwas drauf beschriften. Und zwar mache ich mir drüber einfach mal mit weißem Beton so eine kleine Blende drüber. Hier könnt ihr dann auch gleich eine Decke reinziehen, auch wieder hier mit weißem Beton. Wer möchte, kann sich darüber dann natürlich auch wieder ein paar Lampen oder sowas einbauen, um den Bereich hier ein bisschen auszuleuchten. Sonst kommt hier noch in der Ecke noch so ein kleiner VIP-Bereich, in den ich mir gedacht habe, dafür nehme ich polierte Schiefer, Stiefer, Stufen und Treppen einmal davon. Und zwar einfach hier in der Ecke, wenn ich jetzt einfach mal gucke, setze ich mir jetzt einfach mal mit Treppen hier einfach mal so ein kleines Kreuz einmal rein. In der Mitte setze ich mir dann hier einfach meinen Basaltblock hin und dann mache ich mir jetzt so eine kleine Tanzstange hin. So, mit Eisen geht dann einfach mal dann oben hin bis zur Decke.
Oben in der Decke setze ich mir dann noch mal einfach mal einen Basaltblock hin, am besten so, dass der auch, sag ich mal, hier diese Säulenform hat. Na, kriegt das hier nicht hin. So. Ja, dann nehme ich mir einfach noch mal ein paar Stufen, setze mir die hier an den Seiten mal so ein bisschen hin. Dann kann man natürlich auch noch eine kleine Sitzecke machen. Dafür nehme ich wieder meinen trockenen Beton. Und dann kann man sich auch wieder ausleuchten und hat man hier seinen kleinen VIP-Bereich. Ich leuchte das hier noch mal so ein bisschen aus. Ja. Man hier noch ein bisschen was gucken kann, aber das ist an sich so der Größteil, wie man sich das hier innen drin gestalten kann. Jetzt ist das natürlich noch ziemlich leer, ohne Deko und sowas. Das wollen wir uns natürlich jetzt einmal ansehen, einmal drüben, wo schon fertig ist. Sieht natürlich immer ganz anders aus, wenn man sich das Ganze noch ein bisschen hier gestaltet. Wir gucken uns einmal erstmal die Ecke an, wo wir angefangen haben, und zwar unsere Sitzecke. Hier habe ich mir noch ein paar Tische hingesetzt, ganz einfach mit Zaun und einer Eisenfalltür. Dann geht es schon zu unserer Tanzfläche, gleich schon bei ein paar Redzone-Lampen verbaut, mit natürlich der passenden Technik. Die findet ihr oben in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch auch sowas basteln wollt. Wir haben einen schicken DJ hier, der natürlich hier so ein paar Schallplatten natürlich hier ein bisschen bewegen kann, hier zum Dancen. Der DJ hat sogar die Möglichkeit, die Tanzfläche zu aktivieren und deaktivieren. Die Technik dauert immer ein bisschen, bis sie sich deaktiviert hat, so 4-5 Sekunden. Ja, aber dann kann man sonst hier noch so ein bisschen dancen. Ja, dann haben wir dann hier unsere Bar, einfach ein paar Braustände hingesetzt, dann kannst du hier natürlich dir ein paar Tränke mixen oder vielleicht auch noch, um moderne Drinks sich darzustellen, habe ich hier einfach mal ein paar Kerzen hingesetzt, natürlich, dass die nicht brennen, sondern einfach nur so, das könnten ja hier so ein paar Getränkedosen sein. Ich finde das ganz schick. Für so einen Nachtclub kann man die ruhig verwenden. Gibt es ja auch in jeder Farbe. Ich habe mir, wie gesagt, auch hier noch über meiner Bar noch ein paar Lampen reingesetzt. Man kann auch gerne Knöpfe noch hier nehmen, so ein bisschen als Deko. Sieht alles ganz schick aus. Sonst haben wir natürlich noch unseren VIP-Bereich hier mit Tanzstangen. Ich habe oben, wenn ihr seht, hier auch noch ein paar Treppen verbaut, sodass es sich fast so ein bisschen spiegelt tut, wie es, sag ich mal, unten verbunden ist, nochmal oben gemacht. Wir haben so einen Enderdrachenkopf hier in der Ecke. Ich finde das immer ganz schick. Und dann natürlich noch ein paar extra besondere Sitze hier schön mit einer Lehne, sodass man hier entspannt sitzen kann. Man kann dann einfach hier drauf gucken. Man kann sich vielleicht sogar noch ein paar Tränke bestellen, vielleicht Champagner in die VIP-Ecke. Ist doch ganz nett. So viel innen drin dann hier zu unserem Nachtclub, den man sich so einfach bauen kann. Wir sehen auch hier nochmal unsere Schiebetür. Auch in der Infobox verlinkt, wenn ihr euch sowas basteln wollt. Und dann sind wir schon draußen vorm Club. Hier stehen natürlich die fetten Sportwagen, ne, womit man natürlich zum Club fährt und auch wieder wegfährt. Ja, wenn man nicht zu viel getrunken hat. Wir sind mal wieder am Ende des Videos angelangt. Dein Nachtclub steht. Jetzt musst du ihn natürlich innen drin noch gestalten, um ein bisschen Party zu machen. Sonst schau noch gerne oben bei uns in die Infobox rein, da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniere den Kanal, dann bleibst du immer auf dem laufenden Stand und verpasst solche Videos in Zukunft gar nicht mehr. Ja, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.